Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des sehr, sehr instabilen Projektes Project Unstable 4. So, ich habe hier hinten jetzt mal die Wasserräder weggebaut. Aus folgendem Grund. Ich habe das hier auch schön ausgehoben, ich habe die Wasserräder, ich hatte auch schon Wasser fließen und dann ging die Party los. Denn im Moment, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir haben keine offizielle Version von Immersive Engineering. Das heißt, es ist nicht unbedingt, deswegen ist wahrscheinlich auch nicht released, denn sie laggen extrem. Meine Frames reduzieren sich um 100, sobald die Dinger da sind. Und ich habe keine Lust in meiner Base dann ruckelig rumzulaufen, deswegen habe ich gesagt, lass mal das. Und wir haben ja erstmal noch ein bisschen Strom, wir haben hier noch die zwei Coal Generator. Und wir lassen erstmal im Immersive Engineering kurz mal zur Seite. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was wir machen. Wir könnten uns einen Kinetic Generator machen von Industrial Craft, könnten damit arbeiten. Wir könnten auch einen Thermal, hieß das Ding, ja, Thermoelectric Generator machen. Mit dem, dafür bräuchten wir aber Constant, das ist ein bisschen, warte mal, wie kann ich das am besten einsehen, Powder, so, wir brauchen Kupfer und Nickel, ich habe ein bisschen Nickel jetzt gefunden, da, allerdings ist es relativ wenig, und ja, mit dem könnten wir, wenn wir was Heißes und was Kühles haben, je nachdem, je kälter, desto besser und je heißer, desto besser. Diese Gegensätze müssen sehr, sehr stark sein. Dann produzieren wir daraus Strom. Habe ich aber auch keine Lust drauf. Hatte überlegt, Geothermal Generator von Industrial Craft. Bringt aber im Endeffekt nur 20 EU pro Tick. Also 80 EF pro Tick. Wir bräuchten zwei und bräuchten eine konstant Lava-Versorgung, die wir im Moment noch nicht haben. Und die ich auch so schnell nicht haben werde. Wir haben zwar jetzt eine Pumpe von Immersive Engineering und so weiter. Aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, wir sollten uns wirklich erstmal um Strom kümmern, bevor wir sowas angehen. Dass wir Lava pumpen können. Und ich habe keine Lust, jetzt praktisch so ein bisschen kleines Power-System zu machen, was nur jetzt für unserem E-System da ist und dann, oder unser, ja, unser System. Und dafür aber unsere ganze Lava verballert. Das ist auch nicht unbedingt das Wahre. Deshalb machen wir jetzt erstmal ein bisschen Ender-IO. Habe ich mir überlegt und wir machen uns erstmal Segmel und Alloy Smelter, sorgen dafür, dass wir ein paar Conduits kriegen, dann automatisieren wir uns schon mal ein paar Dinge und dann geht es hoffentlich alles wesentlich besser. Weiß auch nicht genau, wie ich was, also Idee war folgende. Ich sehe mal kurz ein bisschen hier so. Und zwar von Industrial Craft gibt es den, okay, ich suche so, den Iron Furnace. Der braucht keinen Strom, sondern arbeitet mit Kohle. Hat aber den Vorteil, dass eine Kohle nicht 8 Items brennt, sondern 10. Und ich glaube, er ist auch ein kleines Stückchen schneller, wenn ich mir recht entsinne. Das heißt, das ist schon mal ganz gut. Den werden wir machen. Und dann werden wir eine Farming Station von Ender.io machen. Welche uns dann hoffentlich ein wenig Bäume fällen wird. Weil ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden in unserem Modpack, außer über Forestry und das ist mir einfach zu viel Arbeit, dass wir uns einen Baum vermachen. Das heißt, wir machen damit Bäume, sammeln das Holz, packen das Holz in den Iron Furnace, machen daraus Holzkohle. Diese Holzkohle, alles was dann über ist, was praktisch nicht in diese Iron Furnace passt, werden wir wahrscheinlich zwei haben. Die Kohle, die dann da über ist, kommt in Generator rein. Diese Generator produzieren daraus Strom. Allerdings ist das noch ineffizient, bis wir Octadic Capacitor haben. Ab dem Moment sollte es self-sustaining sein. Das heißt, wir produzieren dann mehr Strom, als wir brauchen, die Farming Station am Laufen zu halten. Durch die Kohle, die von der Farming Station kommt. Und die Kohle, wir brauchen keinen. Wir brauchen keine Energie, um Kohle zu Holzkohle zu machen, weil self-sustaining. Und dann sollten wir eigentlich erstmal eine gute Stromproduktion haben. In der Hoffnung, wir kriegen das hin. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen was. Und zwar brauchen wir ein paar Dinge. Wir brauchen zum einen Segmel und zum anderen Alloy Smelter.
Die sind jetzt nicht unbedingt so schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht, was ein Machine Frame kostet, oder? Basic Capacitor, ja. Ich schalte es mal an. Machen wir es mal da drüber. So, Nummer 2. Und eine E2. Also wir haben kein Eisen. Also keine Eisenzäune. Achso, die kann ich nicht da reinlegen. Mensch. So. Er nimmt leider nicht mein Inventar, was ich nicht ganz verstehe, was auch schade ist. Okay. Einen Pisten kann ich mal schnell noch machen. Ich schalte es immer wieder aus, weil es ballert durch unseren Strom durch, als wäre es nix. Auch wenn wir hier noch 5 Millionen haben, aber man muss ja nicht alles aufbrauchen. So, das. 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 Und wir haben hier leider noch keine Kiste dran. Das kommt nämlich auch noch dazu. Ich brauche noch irgendeine Kiste, beziehungsweise es gibt Speicherblöcke. Also hier so Storage Disks gibt es. Es gibt aber auch Storage Blocks. Bis 64K. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Es gibt auch irgendwo, glaube ich, hier genau Disk Drive. Es ist nicht unbedingt so komplex wie ein ME-System. Man kann nicht so viel machen wie mit einem ME-System, aber Hauptsache, wir haben erstmal irgendwas Kleines. Automatisierung machen wir dann eher anders. Gut, Eisen. Pisten. So. An. Pisten rein. Segment. Okay. Alloy Smelter. Also wir brauchen dafür Goldstone. Das waren, glaube ich, ein paar zu viele. Yep, waren's. Brauchen aber noch so ein Ding. Das, das, das. Und dann Eisen rum. Warte mal, Alloy Smelter. Okay. Aus. Wir müssen halt mit unserem Strom haushalten. Das ist so schlimm eigentlich. Egal. So, jetzt wollte ich mal gucken. Cornwich. Wir haben nämlich Energy Cornwich. Die erste. Conductive Iron. Das machen wir im Alloy Smelter mit Redstone und Iron. Okay. Alloy Smelter. Füllt sich auf. Wunderbar. Redstone, Eisen. Wollen wir nicht ganz so viel machen. Beziehungsweise, oder wollen wir gleich... Ah, wir können das auch upgraden. Ich will gerade, wir kriegen 8 da draus. Ich muss mal. Wir müssen uns nicht Toasty anhören. So, theoretisch ist das doch billiger. Weil das Teil kostet Gold, Redstone und Glowstone. Hier das... kostet uns im Endeffekt 3 Redstone und 3 Iron für ein Conductive Iron. Wir können sogar das Plus klicken, fällt mir gerade auf. Guck mal. Wie geil ist das denn? Okay, das wusste ich nicht. Das ist auch cool. Ich wollte es nur anmerken. Okay. Aber theoretisch, warte mal. Das Ding 3. Das heißt, im Endeffekt haben wir... müssen wir das durch 3 teilen, damit wir die Wertigkeit von einem Eisen mit einem Ding haben. Da sind wir immer noch bei, lass uns mal aufrunden, 3. So. Das heißt, wir sparen definitiv, wenn wir es so rummachen, oder? Klar, wir haben einen Arbeitsschritt mehr, aber ich meine, wir machen 8 Dinger. Das heißt, wir können 8x8, 64, wir können 64 Enhanced Energy Converts machen mit 8 normalen Energy Conduits. Das heißt, einmal normale. Das ist wesentlich billiger. Wir machen die Energy Conduits. So. Warten wir mal, bis es fertig ist. In der Zwischenzeit. Fluid Conduits brauchen wir nicht. Item Conduits. Was haben die denn gebraucht gehabt? Pulsating Iron Nugget. Pulsating Iron. Ich habe übrigens. Ich habe ein bisschen Gras zerklopft. Und habe ein Enderly Seed gefunden. Und man war so freundlich und hat mir. Weil von uns waren schon einige in einem Wrath-like Dungeon und da gibt's auch Endstone und ich habe mal 2, glaube ich, bekommen, ne? Hier oben ist noch einer. Genau. So.
Reicht erstmal. Dann. Fertig. Okay. Wir brauchen noch Conduit Binder. Und der ist ja auch extrem billig eigentlich. Warum kann ich das da plus klicken? Okay, geht nicht. So, also Conduit Binder. Machen wir mal 16. Ja, 16 klingt gut. So, ist hier noch Kohle drin? Ja. Dann mal. Nein. Acht hier. Da. Okay. Ich war immer schön fleißig Holzfarmen. Wir haben mittlerweile 15 Stacks zusammen. Das sollte hoffentlich im Moment reichen. Wie viel ist das eigentlich? Ja, fast 1000. Sollte im Moment reichen. So, Segmel packe ich auch gleich mal hier mit hin. Den werden wir wahrscheinlich auch bald brauchen. Flint. Ich habe das doch wunderschön hier oben da. Das ist schön. Von Betterverse Mods gibt es nämlich diese Flintblöcke. Es ist wunderschön, dass auch das hier schön gekompresst werden kann im Compacting Drawer. Kann man endlich mal Flint auch vernünftig speichern. So. Okay. Warum möchte ich eigentlich dieses Segment haben? Ist ganz einfach. Wenn wir mal zum Beispiel bei... Ja, guck mal, bei Gold. Ich weiß nicht. Am Ende war Gold das einzige nicht. Zum Beispiel bei Gold haben wir eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir noch Kupfer rauskriegen. Das heißt, wir bekommen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mehr Erze sogar aus den anderen Erze auch, als die wir normalerweise abgeerntet haben. Falls es jetzt irgendwie Sinn macht. Die fressen nur 20 Health pro Tick? Okay. Das ist interessant, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die fressen standardmäßig mehr, so 40 oder 60. Okay. Gut. Achso, warte mal, wir haben Flint drin. 15% sollten eigentlich runtergehen. Na gut, egal. Egal. So. Kommt mit Beiner. Sollte fertig sein. Wunderbar. Können wir ein bisschen was machen. So. Einmal Energy Conduit. Und dann können wir jetzt nämlich endlich mal anfangen, das Zeug ein bisschen schöner verteilen. Dass wir wirklich sagen, okay, wir haben die Energie da und haben dann praktisch die Verbindung, was weiß ich nicht. Ich mache aber nochmal 3. So. Okay. Was brauchen wir jetzt für die Farming Station? Wir brauchen Pulsating Crystal, dafür brauchen wir Pulsating Iron. Machen wir das gleich mal. Stimmt, ich wollte Enderperlen holen, deswegen habe ich das da hinten erzählt. Wir kommen langsam wieder zur Sache. So. Ich mache aber trotzdem noch ein bisschen von den Conduits. 640 RF reichen ja auch erstmal dann. So, jetzt im Moment. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Eisen. Habe ich hier noch was? 43. Ja, okay, so nochmal 80 Eisen sollten im Moment reichen. Und was zum Beispiel ein Flint nur macht, Main Output 120%. Das bedeutet, wir haben 100%, das heißt, es kommt. Und wir haben nochmal 20%. Das heißt, wir haben eine Chance von 20%, dass wir den Main-Output verdoppeln. Und beim Bonus-Output ist es so, wir haben eine 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass, wenn der Bonus eintritt, wir den mehr kriegen. Also praktisch, dass wir das Doppelte kriegen. Und das ist bei... bei Darksteel ist es 200%. Das heißt, bei Darksteel Balls, wenn wir die drinne haben, haben wir immer 200%. Das heißt, wir kriegen immer das Doppelte vom Bonus-Output. Das ist wunderschön. So. Okay, dann einmal nochmal diesen da. So. Ein paar Conduits. Du weißt ja nie. Okay, Generator haben wir einen. Ich sollte vielleicht noch einen zweiten machen. Habe ich dafür alles? Nee, das habe ich nicht. Sticks, Cobblestone. Zwei. Und dann Klick. So. Zwei Sterling Generator. Das sollte hoffentlich dann für den ersten Moment reichen. Dann einmal diesen da. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Diamanten. Und wir brauchen noch einen Slice. Achso, wir brauchen noch einen Slice and Spice. Haha.
Slice und Spice. Brauchen zwei Köpfe. Nein! Ich hab nur einen. Und nicht mal von dem weiß ich, wo er ist. Ich glaube, der ist oben. Ich habe nämlich hier oben immer noch drei Kisten stehen. Wo ist... Da. Wir haben einen Zombie-Kopf. Okay, wir brauchen mehr Köpfe. Ich glaube, es wird Zeit für ein Beheading-Schwert. Beheading. Wird Zeit, dass wir uns einen Cleaver machen, ne? Ja. Ich glaube, es wird Zeit für einen Cleaver. Ich habe nicht dran gedacht, dass wir Beheading brauchen. Toll. Ich fange immer was an und dann fällt mir in der Hälfte ein, Moment, da fehlt ja noch was. Ach Mann. Okay. Egal. Das ist total egal. Wir... Diese Creeper hier machen mich so ein bisschen kürrer auf der Minimap. Okay. Ja, was nützt, ne? Wir brauchen Large Steel, warte mal, wie. Zwei Tough Rod? Tough Two Rod, ja, wir brauchen zwei Tough Two Rod. Okay, gut. Meinetwegen. Mein Pop-Builder. So. Also, Cleaver. Vorteil ist allerdings, wir haben Bauxit. Das bedeutet. Ist. Wir haben indirekt auch Aluminium Press. Das geht jetzt natürlich extrem schnell. Molten Aluminium. Das heißt, wir haben bald hoffentlich ein bisschen Aluminium Press. Dann können wir schon mal den Cleaver. Ich habe wieder den Koppelzimmer gepackt. So. Den Cleaver hat den Vorteil, er hat ein natürliches Beheading schon mit drauf. Ist gar nicht was. Mensch. Modifiers. Gibt's Beheading gar nicht mehr? Doch. Beheading. Eine Enderperle und ein Obsidian. Okay. Schwupp. Okay. Zombie Picken machen wieder Überraschungsangriff. So. Einmal Papier. Erwähne ich Papier. So, jetzt muss ich... Falsch. Machen wir eine Tough Rod, würde ich sagen, raus. Tough Rod. Einmal eine Cleaver. Blade. Aluminium Brass. Wunderbar. Okay. Damit kriegen wir auf jeden Fall nochmal einen extra Modifier. Das ist gut. Achso, wir müssen uns jetzt überlegen, woraus man einen Cleaver machen. Stahl, oder? Ich kann nicht mehr schreiben. Ist schon soweit. So, nicht sofort Steel, normales Steel, bitte. Da. Attack 13.96. Sofort statt auch 13.96. Manolin ist natürlich das Beste, ist aber egal. Wir machen Stahl. Sharp. Oh, Steel hat Stiff und Sharp? Wirklich? Moment. Two Materials. Steel. Sharp. Hitting an enemy leaves them bleeding for a short time. Blocking reduces the damage taken even more. Brauchen wir aber nicht. Wir machen ja nur die Klinge. Ich glaube 8, ne? Ich weiß es nicht. Ja. Also um 8 Stahl hier einschmelzen. Sollte relativ schnell gehen. Womit machen wir jetzt das letzte Stück? Ist jetzt die Frage. Tough. Es wäre halt, wenn wir Soulforge-Stil nehmen würden, würden wir Mending noch kriegen. Das heißt, immer wenn wir jemanden Schaden zufügen, kriegen wir nochmal was. Was hat denn den höchsten Modifier-Grad? Ardite.
Thermodite. Gefolgt von Slime. Mhm. Okay, also theoretisch mit Ardite. Wir reduzieren die Durability. Aber wir hätten noch einen Modifier von 1,4. Das heißt, wir können Beheading noch mehr machen. So, machen wir einmal diesen, ne? Oder wir machen halt so Forged-Stil. Mit Kaktus würden wir natürlich Spiky bekommen. Dann würden wir mit zunehmendem Damage mehr Schaden machen. Das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das sind alles Minus-Durabilities. Faszinierend. Well established. Well established hatte, glaube ich, mehr Erfahrungspunkte. Also mir hat übrigens einer geschrieben, wie ich die PKs repariere. Und zwar muss ich die in der Hand halten, wenn ich XP aufsammle. Dann sammle ich die nicht hier auf, sondern bekomme das ins Tool, was relativ gut ist. Ich will nochmal ganz kurz Kappa. Well established, you gain additional XP. Brauchen wir theoretisch nicht, weil wir nur Köpfe sammeln wollen. Das soll ja nicht unser Main-Schwert werden. Also wäre es wahrscheinlich das Beste, wir machen es nach so. Nee, nicht so forged. Können sie ecological machen? Beziehungsweise wir haben Stahl, das ist eigentlich relativ billig. Das könnte man manuell reparieren. Elektrum ist doof, dann machen wir einfach irgendwas. Was ist Petra Armor nochmal gewesen? Ich vergesse das leider immer, es tut mir leid. Ardite, Petra Armor. Your jewel loves stone, it literally wants to absorb it for durability. Ist egal, es ist ein Schwert. Das heißt, wir hätten keinen Effekt. Natürlich, wenn wir manuell machen, ist aber 0,5 Modifier. Ich bin leider so ein bisschen gerade auf Modifier aus. Ja, ach, wir haben ja auch noch die Plate, stimmt. Oh, woraus machen wir die Plate? Oh, ich hab's komplett vergessen. Warum stütze ich mich da jetzt so drauf? Moment. Ah, wir haben noch die Plate. Ist eine Plate ein Extra oder zählt sie oder Head? Zählt oder Head. Okay. Das heißt, wir müssten gucken, was es für Head-Dinger hat. Wir haben leider nichts, was irgendwie mehr Beheading oder irgend sowas hat, ne? Magnetic könnte man machen, ist aber auch doof. Würde ich sagen, wir nehmen nochmal Bronze, oder? Nein, Mensch. Bronze. Kriegen wir Dance. Your tool lasts longer when it has less durability. Attack 3,5. Och man, warum muss das denn so? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Aber irgendwie tut es mir auch nicht leid. Entschuldigung. So. Ja, wir kommen hier, glaube ich, nicht so voll. Sie hat 6. Das Ding hat 6. Manolin ist wieder das Beste. Wer weiß, das, wer hätte es gedacht? Magma Slime Large Blade. Super Heat. Was ist denn? Was ist denn Super Heat? Mama Slime. Deal Bonus Damage to Enemies on Fire. Toll. Müssen sie erstmal brennen. Okay. Obsidian würden wir. Nice mit Obsidian. Weißt du was? Wir machen es voll Stahl. Ich habe jetzt keine Lust, Ewigkeiten rumzusitzen. Wir machen es voll Stahl. Das heißt, wir machen nochmal eine Steel Plate. So. Dann haben wir noch das Ding fertig und dann bräuchten wir jetzt noch eine Tough Rod. Und da hätte ich jetzt einfach gesagt, wir machen es mit, wo ist es mit Arlight? Auch wenn es keinen Bonuseffekt jetzt aufs Tool bringt, aber wir haben mehr Modifier. Ich mach das jetzt.
Ardite, Ardite, Ardite. Ich brauch, glaube ich, beide. Moment, wir haben doch... Ich kann das nicht mehr durch ein... Ah! Another Bites the Dust ist ja nicht drauf. Ist der Mod eigentlich schon geupdatet? Ich glaube nicht. Another One Bites the Dust. Mod. Gibt's den schon für die 1.10? Nö. Gut, hat sich erledigt. So, Ardite braucht jetzt noch 10 Jahre. Was hat denn eigentlich Aluminium? Können wir daraus irgendwas? Nein. Hat sich schon erledigt. So, da haben wir nämlich nochmal Sharp. Das heißt, wir machen noch ein bisschen mehr Damage. Ist auch nicht schlecht. Beziehungsweise, ich glaube, das deckt sich ja nicht. Also, wir haben nur Sharp 1. Na ja, gut. Ja. So. Tough Rod. Jetzt habe ich wieder die ganze Folge mit dem Cleaver verschwendet. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Ich soll mich aber auch nicht immer entschuldigen. Mensch, was soll ich da tun? So, dann machen wir mal ganz schnell das Ding. Wenn es uns nicht gefällt, schmelzen wir es wieder ein. Und machen ihn jetzt raus. So. Attack 1396. Durability 1154. Wir haben 4 Modifier. Wenn ich jetzt einfach mal... Was hatten... machen wir mal ganz kurz einen Stone, warte mal. Power Builder. Das Ding. Ich will jetzt einfach mal wissen. Ach du Scheiße. Wir haben trotzdem 4 Modifier, das heißt, verändert sich gar nichts. Gut, dann ist es auch komplett egal, ob wir es nehmen oder nicht. Dann ist es komplett egal. Tschüss. Pixel macht mich fertig. Dann machen wir es einfach aus Obsidian. Dann habe ich keine Lust. Machen wir es einfach aus Obsidian. 1, 2, 3. Weil dann brauche ich mir auch nicht die Mühe zu machen. Dann diese blöden Endermen von Ender.io oder Ender Zoo, das ist ja eigentlich er, greifen immer die Creeper an und die Creeper explodieren. Das nervt. So. Double die 800? What? What? Warte halt. Achso, warte. What the fuck? Da haben wir noch wenig. Ich verstehe das System gerade nicht. Warte mal, was ist hier der Handle? Das ist der Handle, ne? Handle, Modifier 0,1. Durability. Vielleicht bringt das dann was? Immer noch 4, aber wir haben wesentlich mehr Durability. Warum? Aber auch nur so. So haben wir keine. Es ist halt doof, du siehst nicht, was ist jetzt extra. Ardite Tough Tool Rod. Steht nicht da. Wenn ich es umdrehe. Paper Tool Rod. Durability 450. Es macht 1000 Unterschied, ob ich die beiden Dinger vertausche. What the f... Aber jetzt haben wir doch eigentlich Durability minus 200 und andernfalls haben wir doch plus 450, oder bin ich doof? Bin ich doof? Sehe ich da was nicht? Jetzt haben wir 800. So, ne... Modifier.
Wir haben eine Durability von 1000. 1000. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses System nicht. What the fuck? Was? Kann man nicht irgendwo hinschreiben, was der Slot ist? Das ist der Handle, oder? Das ist dann wahrscheinlich extra. Das heißt 450 Durability. Das wären nur 90 Durability. Im Handle gibt es minus 100 Durability. Es gibt minus 200. Wir kriegen aber nicht den extra Modifier. Ah, okay. Also dieses Modifier-Ding zählt nur, wenn es ans Handle ist. Okay. Um Jottet Willen. Ich begreif's echt nicht. 08. Was denn? Ich muss erstmal dahinter steigen. Aber trotzdem macht's keinen Sinn. Warte mal, 540 plus 540 macht 1080? Trotzdem steht hier minus 200 als Durability. Also ich begreife es echt nicht. Ihr könnt mir sagen, was, ich habe keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach so, weil es hohe Durability ist, wir den zusätzlichen Modifier haben und ich einfach keinen Bock mehr habe. So. Es ist doch für den Arsch. Ich meine echt. Kann man da nicht irgendwas schreiben oder irgendwie einen Hinweis geben? Das ist der Extra-Slot. Das ist der Handle-Slot. Das ist der Main-Attack-Slot. Das ist der andere Head-Slot. Ich begreif's nicht. Ich steht minus 200 da und es gibt mehr und... Egal. Ich lass uns einfach, es ist mir jetzt komplett egal. Ich bin ganz ruhig und... Okay. Obsidian. Was wollte ich jetzt machen? Also. 1, 2, 3. Dup, dup, dup. Building 3. Building 4. Building 5. Oh Gott, im... Yeah! Okay. Och, ey. Es macht mich fertig. So, wir haben jetzt eine ganze Folge damit zugebracht. Wir haben einen Steel Cleaver. Es ist etwas. Aber, naja, wir werden sehen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Jagd nach Köpfen, sammle ein bisschen was bis zum nächsten Mal. Es ist mehr verwirrend. Ich meine, woher soll ich wissen, was extra ist und was nicht? Und, Mensch, jetzt muss ich aber da drauf achten. Und, ach Gott. Also es wird eine Weile dauern, bis wir das perfekte Tool haben. Ich glaube, da muss ich mir von allem eine Rod machen und dann einfach durchprobieren. Na gut. Oh! 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 Warum kriegst du Schaden? Warum kriegst du Schaden? Von was hast du Schaden bekommen? Sharp. Keine Ahnung. Es ist einfach sharp. Aber wir kriegen Köpfe. Das ist gut. Also dann. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es tut mir leid, dass wir die Folge im Endeffekt nur den Cleaver gecraftet haben. Plus diese zwei Dinger. Was jetzt nicht unbedingt viel ist. Es war sehr, sehr enttäuschend. Ich bin von mir enttäuscht. Das ist so die Review von dieser Folge. Und dann. Ja, mal gucken, ob es beim nächsten Mal besser wird. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ich habe dann mehr vorbereitet und dann können wir wirklich durchstarten. Auf Wiedersehen. Ciao. Und einen schönen Tag. Tschüss.